Hallöchen Freunde, mein Name ist Blacky Widow und willkommen zu dem versprochenen Vlog. Der kommt heute natürlich auf meinem Let's Player Kanal, weil der Vlog Kanal, der ist zwar schon erstellt, aber der hat ja jetzt nicht die großartige Aufmerksamkeit bekommen, weil ich ja noch gar nichts darüber gesagt hatte. Von daher ist es jetzt auch nicht so schlimm, aber das hier ist jetzt der letzte Vlog, der auf meinem LP Kanal kommt. Danach kommen Vlogs nur noch auf dem Kanal, der für Vlogs gemacht ist. Der ist übrigens bei mir in der Kanalliste da verlinkt. Da könnt ihr den sehen. Und in der Beschreibung habe ich ihn auch nochmal verlinkt, damit ihr den halt leicht findet. Okay, und jetzt geht's los. Und zwar, wir zeigen euch die kleinen Hauswinkelspinnen, die wir haben. Und Skylacker holt mal den Stein da raus. Weil wir haben so einen Stein mit Löchern. Da leben, glaube ich, 4 Stück drinne oder so. Komm mal her. So. Das hier ist der Stein und in diesen Löchern leben die drinnen. Wie ihr sehen könnt, sind da auch Netze, die da runter wabbeln, schwabbeln, was auch immer. Und ja, ich versuche mal eben eine zu finden. Deswegen drehe ich das mal um und da sieht man auch schon eine. Da in dem Loch, da. Da in diesem Loch. Man sieht so viel. Doch, man sieht die. Aber jetzt muss ich die auch irgendwie rausbekommen. Oh, da kommt sie, da kommt sie. Deswegen habe ich hier ein Mikado-Stäbchen. Womit ich den Popo berühren muss. Den Popo. Den Popo. Ja, komm. Und ins nächste Loch wieder rein. Jawohl, wieder ins nächste Loch rein. Es ist unglaublich schwer, da eine Spinne rauszubekommen. Weil die sich da so ultra sicher drin fühlen. Aber da krabbelt sie, da kann man das sehen. Da kann man das sehen. Man hat es gerade gesehen. Die ist da drunter jetzt. Und wieder ins Loch rein. Oh mein Gott, ey. Da sind auf jeden Fall 4 Stück, glaube ich, drin. Ja, jawohl! Genau. Wir haben es geschafft. Okay, behalt die mal eben. Ich muss den Stein wieder reintun. Jetzt haben wir eine kleine Hauswinkelspinne draußen. Da könnt ihr die gut sehen. Und ich glaube, ich filme die mal für euch so ein bisschen. Krabbel, krabbel, krabbel. Ja, krabbel, krabbel, krabbel. Noch nicht in meinen Haaren. Komm her. Komm zu Papa. Nein, wo willst du hin? Du kommst schön zu mir. Komm. Ah, ah, ah. Ja. Ach, geht doch. So, Freunde. Meine Nacht. Habe ich eine kleine Hauswinkelspinne. Hier könnt ihr an meinem Finger sehen, wie groß die ungefähr ist. Ich kann euch sagen, Feigling ist auf jeden Fall das Doppelte. Hol den doch raus. Ja, den werde ich gleich rausholen. Komm. Das muss ich jetzt packen. Ich habe die Kamera in der Hand. Schatz. Ja, komm. Bitte dich. Los. Danke. Zacka. Zacka. So, Freunde. Ich hau mal die Kamera wie hier wieder dran. Ey. So. Boah, blick dir einmal in meinen Arm durch, Alter. Ja, das... Wo bin ich? Hier bin ich. Das sind die kleinen Hauswinkelspinnen. Und ja, ich finde sie niedlich. Skylacker findet sie niedlich. Und sie findet ihren Rücken niedlich. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Kleinen haltet. Also ich finde die ziemlich niedlich. Da könnt ihr mal sehen, wie ein Mädchen mit Spinnen umgehen kann, ja? Also das ist ja auch nicht... Das ist ja auch was, was man nicht jeden Tag sieht, ne? So ein Mädchen mit einer Spinne auf der Hand. So, Freunde. Ich glaube, das war genug von der Kleinen. Und ich glaube, die packen wir jetzt mal wieder rein und dann holen wir mal Feigling. Also, bis gleich. So, Freunde, jetzt haben wir den Feigling hier. Da. Etwas kleiner das Terrarium und wie ihr sehen könnt, sind da unglaublich viele Netze nach draußen von dem Haus drinnen nach draußen gebaut.
Das hat den Sinn, dass ich da dann einfach Futter reinschmeißen kann und sie direkt Bescheid weiß und einfach rausjumpt und sich ihr Essen krallt. Und das kleine Monster würde ich ja jetzt echt gerne rausholen, aber Freunde, das Ding ist einfach, ich würde damit das komplette Netz wieder kaputt machen, das bis oben hingeht, wenn ihr das sehen könnt. Da, das kann man sehen auf jeden Fall. Egal. Aber das ist so eine mega Arbeit für eine Spinne. Für euch mache ich das jetzt. Aber ich sag euch, Freunde, Feigling hat eine Menge Arbeit danach. Spinnennetz. Das ist was ganz Natürliches. Weg damit. Warum haben Netze die Angewohnheit zu kleben? Jetzt? Alter, jetzt habe ich Feiglings Haus in der Hand. Kannst du es mal wegtun eben? So, jetzt zeige ich euch einmal, wie es da drinnen aussieht, weil da drin ist einfach nur ein Schweinestall. So, den Big Boss zeige ich euch jetzt aber noch nicht. Ich will raus. Feigling, du bist echt fucking groß geworden. So, Freunde, jetzt geht's los. Jetzt hole ich Feigling raus. Und wow, er ist wirklich gewachsen. Das ist Feigling, Leute. Das ist Feigling. Weil er auch wirklich feige ist. Nein. Leute, da unten ist Feigling. Hab's. Hast du? Ja. Ja. Boah. Feigling, du bist schnell. Ey. Chill mal. So, Leute, das ist Feigling. Sag hallo zu meinen Zuschauern. Sag hallo. Feigling. Also, Feigling ist echt ein Prachtstück. Kann aber noch um das Doppelte größer werden, Leute. Boah, das ist ein richtig perfekter Blick gerade. Bei mir mit meinen kleinen Patschenfingern ist das noch größer. Boah, die sieht bei dir richtig groß aus. Nein, wirklich. Alter Verwalter. Ich glaube, ich habe euch jetzt genug Spinnen gezeigt. Schaut auf jeden Fall auf meinem Vlog-Kanal vorbei, wenn euch mehr Real-Life-Zeug interessiert. Nein. Meine. Ja. Mein Schatz. Das ist meine Spinne. Und ja, da wird öfters so Zeug kommen, wo ich mal halt so ein paar Sachen zeige. Oder auch eventuell, wenn ich ein paar neue Spinnchen habe, die ich dann auch mal zeige. Und ja, sagt Feigling tschüss. Vielleicht werdet ihr ihn nochmal wiedersehen, aber dann dauert das ein bisschen, weil der muss jetzt erstmal wieder sein Netz aufbauen, damit er ein bisschen was zu futtern kriegt. So, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst eine positive Bewertung da, wenn ja, und einen schönen Tag noch. Tschüss! Mama, winke, winke. Winke. Tschüss!